Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auch hier natürlich zum 24. Türchen des Zackfishing Adventskalenders. Wie gehabt, bitte schreibt ihr mir auch hier, ohne den Vergleich mit anderen Kalendern hier anzustellen, vielleicht einfach eure Gedanken zu diesem Kalender in die Kommentare, sodass ich vielleicht auch ein bisschen Feedback mit in meine Bewertung mit einfließen lassen kann. Nicht, weil ich irgendwie noch keine eigene Meinung dazu habe, sondern einfach nur, weil es auch immer mal Sachen gibt, wo man im Nachhinein so denkt, ja, stimmt, an dem Punkt habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, das hätte ich auch noch ruhig mit sagen können. Und darum bitte haut ruhig in die Tasten hier und sagt mir, was ihr zu diesem Kalender zu sagen habt, was euch fehlt, was ihr toll fandet, was ihr nicht so gut fandet, würde mich hier auch sehr interessieren. Und damit öffnen wir jetzt hier noch die 24 und dann sind wir auch schon hier durch mit dem Kalender und los! Da haben wir hier nochmal einen riesengroßen Hardbait und zwar den Dundee in 128, also ist wahrscheinlich 12,8 cm in einer UV-aktiven Fire Tiger Farbe, die sich hier Fire Tiger nennt, UV-aktiv, 1 Meter Lauftiefe und Gewicht 38 Gramm. Stand hier noch was drauf? Ja, hier wahrscheinlich 12,8 cm Floating und Silent, also hier ein Hardbait, der keine Rassel oder irgendwas drin hat. So, frohe Weihnachten, das ganze Team von Zackfishing wünscht dir und deinen Liebsten ein frohes Fest. Zur Feier des Tages liegt natürlich nochmal was Besonderes unterm Baum. Der Dundee in der flach laufenden Version ist unsere neue Wobbler-Waffe, wenn es auf Hecht geht. Wie du diesen am besten animierst, ja, kennen wir ja. Zack Plus, ne? Genau, das ist das gute Stück. Schauen wir auch hier natürlich nochmal kurz rein. Oh, der sah euch wirkt sehr schwer auf jeden Fall. Oh, hubala. Ja, also hier ein schöner großer Hechtschlappen. Oder Hechthappen? Na, irgendwie sowas. Ich brauche wirklich eine neue Lampe. So, sieht man natürlich sehr schön. Also das kann man sich eigentlich bei Fire Tiger auch fast sparen. Aber der Vollständigkeit halber sei nochmal erwähnt, dass der Köder auf jeden Fall UV-aktiv ist. Und ja, auch ein schönes Ding. Rasseln sind tatsächlich keine drin, haben sie alles richtig gemacht. Tauchschaufel vorne dran, also der taucht ja jetzt nicht ganz so tief ab, ne? Was habe ich gesagt? Moment. 1 Meter. Ja, 1 Meter, also ziemlich flachlaufend hier. Also schön, wenn das Kraut und alles schon da ist, kann man den schön über die Krautfelder und sowas alles ziehen. Ja, auch ein schönes Teil, auch ein würdiger Abschluss für den Kalender. Alles, was ich zu dem Kalender noch zu sagen habe, hebe ich mir auch noch fürs Feedback. Fürs Fazit oder Feedback-Video auf. Nee, Feedback-Video natürlich nicht, fürs Fazit-Video. Und dann würde ich sagen, sind wir auch hier durch. Vielen Dank auch hier fürs Zusehen und macht's gut. Bis dann. Euer Lemmy.